Opiatmissbrauch. Okay. Hab dann das Ding mal geholt, gemopst. Und dann geht's mal weiter für uns. Ich sehe gerade, da ist noch ein Grundleuchter. Hier damit. So, mit dem Schlüssel sollten wir jetzt dann weiterkommen. Kann halt leider nicht alles holen. Darf ja keine Zivilisten ummachen. Das ist mir eigentlich mal wieder eingefallen. Ich darf ja keine Zivilisten irgendwie verletzen. Blöd. Dämliche Regeln. Da geht's wieder nach oben, aber ins Licht. Na gut. Hoch mit dir. Scheint ja nicht anders zu gehen. Erstmal nochmal eine Tour knacken. 1, 2 und 3. Goldenes Besteck. Ja, damit. Ein Löffel, ein Messer, noch ein Löffel, noch eine Gabel. Das ist die falsche Reihenfolge. Naja. So. Das heißt, den nächsten Haken darf ich mir wieder krallen hier. Und dann hängen wir schon wieder zum zweiten Mal am Haken. Dann möchte ich halt wahrscheinlich wieder schnellstmöglich fallen lassen. Aber unter Umständen nicht hier. Sonst sind wir wahrscheinlich tot. Na, die Maschine ist auf jeden Fall verdammt langsam. Mit ihren 20.000 Zwischenstopps. Ein Königreich für einen Kaffee. Ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten... Oh! Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Egal, ob ihr reich oder arm seid, Bettler oder Popanz, ihr werdet alle brennen. Regen in die Traufe, was? Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Diebesfänger General Surf. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold! Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird! Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld! Zu Bolzen verschwenden. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. Ja, und das war ganz heftig. Der arme Kollege da. Mai, mai, mai. Was haben wir denn da drüben hängen? Durchsuchungsprozedere. Da.
Erstens, verbliebene Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden. Futter überprüfen. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Das Innere und etwaige Gürtelschneiden sind zu überprüfen. Wertgegenstände müssen in die Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreifen, Ringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen. Abschließende Leichen und Kleidung in den Ofen werfen und zum nächsten übergehen. Achtung, jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Heftig, und aber... Und diesen Ring, schön. Was war so besonders daran? Das will ich gar nicht wissen. Und du frag nicht so viel, wenn dir deine Zunge... Trotzdem, ich hab noch nicht viele Leichen mit Ringen gesehen. Hey, meinst du, wir... sollten auch nach... Du weißt schon... Penisring und so suchen? Das ist ein Ring für... Du weißt schon, dein bestes Stück. Nein, nein. Einige Leute haben sowas. Also die Reichen jedenfalls. Wusstest du das nicht? Hilft dir, ein Buch zu kriegen oder so, mein Bruder Daniel. Wie gesagt, zur Not tut es auch ein geknoteter Schweinedarm. Das ist... In den Schweinedarm, nicht in seinen... Doch nicht mein Bruder. Er hat das auch nur gehört. Na dann erzähl so einen Quatsch nicht. Pfeife. So. Von Brahms Frau. Die gute Nachricht überbringen. Er hat immer gesagt, sie hasst ihn. Vielleicht braucht sie etwas. Trost. Heftig. Macht er sich gleich an die Olle ran. Na, wen haben wir denn da? Ich sehe erstmal nirgends einen. Aber irgendwie... Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Stiehl den Ring über den Tresor des Generals. Was haben wir denn da liegen? Keine Ahnung. Tabak oder sowas. Das Licht kriege ich nicht aus, wie es aussieht. Schade. Na denn, was haben... Ah, ein Puzzlespiel. Ein Drehpuzzlespiel. Drehen, wechseln. Wechseln auf was? Ah! Oh, drei Ebenen. Soll also ein Symbol ergeben. Da das Runde hier ist, gehe ich mal von aus, das Runde muss in die Mitte. So. Ah, nee, das war ja richtig. Hier, das fehlt noch. Zack. Ha! Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Da hat er aber einiges drin, ne? Cornelius. Jetzt sollte ich gucken, dass ich wegkomme. Neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Und wahrscheinlich ist das hier jetzt die Tür, die man hätte vorher öffnen sollen. Aber was war das für eine Vision? Dieser Cornelius. Geh weg. Muss ich doch noch gleich einen erschießen. Aber der General guckt da einfach nicht durch. Das ist schon ein bisschen bitter. Durch die kleine Türe. Oh, jetzt haben die sogar Fackeln dabei. Dreckskerle.
jetzt am besten raus. Hinten hochklettern scheint nicht möglich zu sein. Das heißt, ich muss durch den Vordereingang. Irgendwo hoch. Sieht auch schlecht aus. Hier nicht. Dadurch. Oh ja, wunderbar. Wäre natürlich auch eine perfekte Falle. Oh shit. Mein Nacken schmerzt. Wären die jetzt nicht hier vorbeigelaufen, hätte ich mir den schnappen können. Irgendwas stimmt nicht. Hinten soll ich hoch. Als ich jünger war, habe ich hier immer die großen Ratten gejagt. Damals wurde sie aufgegeben. Als der Baron die Industrie ans andere Ufer verlegt hat, nach Cinderfall. Das ist sein Traum. Automatisierung nennt er es. Oder Metall und Unheil. Das haben sie in den Tavernen immer gesagt. Als es noch nicht verboten war, den Baron zu kritisieren. Nichts schlecht. Ich hab ihn gesehen. So, da pinkelt gerade einer. Mr. Yacht, komm raus, damit ich dich sehen kann. Auch nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie ich da wegkommen soll. Außer mit einfach durchrennen. Na, Mist. Haben sie mich eh gleich. Ich hab ganz sicher jemanden gesehen. Hey, halt. Ach, weg hier. Komm. Ich muss da eh durch. Einmal Mohn und weg hier. Tja, wie es aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Und das bringt uns zu einem nicht so schönen Situationchen. Und ich weiß gar nicht, wie ich hier fallen soll. Hallo? Ja, ich weiß, dass da was ist. Wie komme ich da jetzt nur ran? Verdammt. Ich will nämlich gerade nicht fallen. Oder machen oder sonstiges. Geht gerade gar nichts. Ah, jetzt hat er. Und hoch mit dir. Eindringling in der Fabrik. Er hat den General bestohlen. Verdien dir dein Zeug. Ein Eindringling? Zu Befehl. Bin unterwegs. Gut, gut. Jetzt sind wir auf den Dächern. Da sollten wir ja eigentlich unentdeckt bleiben können. Eigentlich. Was war das? Geh rein und finde es aus. Sir! Aber ganz knapp. Was siehst du? Das Dach ist eingestürzt, Sir, aber da ist niemand. Was hast du eigentlich in deinem Schädel? Ein Topf? Er ist hier vorbeigekommen. Durchsuch den gesamten Hof. Nix gegen meine Mutter. Aufpassen. Irgendwo hört der Spaß hier auf. So, weg da. Komm. Sehr gut. So, weiterer Planung. Da hinten soll ich hin. Mal ganz kurz das Ding benutzen. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich hin soll. Aber da ist irgendwas zum Aktivieren. Ja, da kommt man beigerannt. Kann man da ein Erstickungspfeil. Knapp. Ja, das kann ich aktivieren. Da ist auch noch einer. Erstmal da drüben die Fackel aus. Jetzt sind sie alle hin.
schießen. Kannst dich nicht ewig verstecken. Komm raus! Dieb, komm raus! Yeah. Ja, bleib in deinem Versteck, Häschen. Ich bin ein guter Jäger. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Ja, dann sucht mal. Wow! Dann sucht mal, ja genau. Dammit! So, wie zum Thema. Dann versucht's doch. Gar nicht so einfach, hier das fertig zu kriegen. Komm mal aus der Gießerei. Nur wie? Irgendwo hochrennen. Fand ich auch schlecht. Geht's nimmer hoch. Wenn sie einfach alle abschießen würde, das wäre einfacher. Dann wäre ja der Sinn etwas verfehlt. Sein Kollege hat es erstmal nicht mitbekommen. Dann holen wir uns den nochmal mit. Einen weniger ist immer gut. So, weg mit dir. Der da hinten bleibt auch stur in seine Richtung blickend stehen. Da haben wir jetzt aber noch einen und da drüben. Die sind etwas nerviger. Wobei. Schatten bleiben könnte, wäre der erstmal gar kein Problem. Ha, geschafft. Und jetzt hier hoch. Und hier rein. Tür zu. Und Licht aus. Soweit haben wir es schon mal geschafft. Jetzt geht es anscheinend da drunter durch. Noch was zu mitnehmen. Na, sieht mager aus. Gute Nacht. Ich werde euch nicht vermissen. Ha! Jawohl, ja. Staub zu Staub haben wir geschafft. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Echt. Ja, K.O.-Schläge, aber sonst... Ach, ist mir jetzt auch egal. Fortfahren. Kann ja auch nicht immer auf alles Rücksicht nehmen. Ist einfach auch nicht meine Spielart. So blöd es klingt. Bin ja eher der Rabiade manchmal. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich... Bevor er geht. Na dann, wenn du deine Vorräte da drin bunkern kannst, können wir ja ein bisschen Nahrung ablegen. Denn die finden wir ja unterwegs. Und ein bisschen Mohn. Mohn reicht eigentlich. Hier. Dann mal hier drin. Unikarte. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Naja, ein paar Sachen haben wir schon. Weg? Ein paar Sachen haben wir. Aber was mit dem Ring jetzt ist... Staatsfeind Nummer 1. Und da haben wir eine neue Nachricht. Danke dir. Geh rüber zur Black Alley und den Rest kann ich schon mal lesen. Top.